Wenn sie noch Fleisch essen, aber ich glaube, das tun sie. Naja, wir essen ja auch Kühe. Schlachten sie. Ui. Und also Katzen. Das. Was, Katzen? Ja, Katzen. Katzen sind lecker. Wirklich? Hast du schon mal eine Katze gegessen? Nein. Schade. Ich frag mich, ob die schmeckt. Oh, das Fenster ist wieder ganz. Das hat jemand repariert, während wir weg waren. Schade, hier ist nix. Hier ist sowieso die beste Position. Ich glaube, hier hätte ich einfach hingehen sollen. Ja, hier hättest du. Das ist die motherfucking beste Position. Wenn wir noch öfters in dieses Dorf kommen, ich glaube, das war das letzte Mal, dann gehe ich wieder hier. Ja, so muss dann machen. Jetzt, Ashley kann aber alleine durch das Fenster klettern, oder? Oh, Gott sei Dank. Was mir mal aufgefallen ist, Ashley muss man immer auffangen, wenn es ums Runterklettern geht. Ja. Aber wenn es ums Raufklettern geht, damit hat sie kein Problem, oder was? Da kann sie die Leiter dann benutzen. Ja. Ich denke, hier ist nichts weiter. Übrigens, die Gegner töten Ashley nicht. Ja, aber sie entführen sie, das ist scheiße. Entführen sie, was eigentlich nicht unbedingt... Die sind recht langsam mit ihr auf dem Arm, sag ich mal. Ich hoffe mal, wenn da so eine Masse von Gegnern ist, und dann muss ich mich mit den allen beschäftigen und dann rennt da noch zusätzlich einer rum, der die Ashley auf dem Arm trägt, ja toll. Ja. Das wird schon Spaß, wird das. Und dann wird sie erst anfangen, richtig zu quengeln. Leon, hilf mir! Leon, komm, schon, das ist ein dauerhafter Schrei von ihr. Nein. Ah! Ich freue mich. Aber hier gibt es nicht wirklich viel. Ja gut, es gibt aber ein bisschen Wasser. So. Ja, mich. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist es Claudius nicht wert. Ja, richtig. So war das ja. So, und jetzt gehen wir noch in das eine Haus und dann gehen wir weiter. Was haben wir denn hier? Da ist die Fass auf Boden. Was nichts drin hat. Ist nichts drin. Das ist auch nur zum Schieben. Hier ist noch dieser kleine Raum, wo wir am letzten Mal. Ja, immerhin. Da ist eben nichts in der Wohnung, verdammt. Ja, und dann. Eben nichts in der Wohnung. Ah, du bist ja letztes Mal aber durchgerannt, also sowas. Ja, guck mal, was man hier noch an Loot rausholen kann. Ich habe mich nicht wirklich umgeschaut, ich bin einfach durch. Da musst du die letzten Pfennige noch zusammenkratzen. Du musst das Dorf wirklich bis aufs Äußerste plündern. Ja, eigentlich bin ich ja jemand, der wirklich hier ist. Oh, scheiße, sie ist in die Falle gelaufen. Sie kann ja auch mal reinlaufen. Scheiße. Ich hab mich voll vergessen. Kacke, jetzt muss ich ihr doch Heilkräuter geben. Vor allem hält sie sich jetzt an den Bauch. Was wirklich Sinn macht. Ich habe mir mein Bein verletzt, mein Bauch tut auf einmal weh. Macht es jetzt mehr Sinn, wenn ich das Ding kombiniere mit dem roten und es hier dann... Nein, mach es nicht. Gib ihr nur einfach normale Kräuter. Ah, okay. Scheiße. Eine Heilkraut reicht, um sie vollends zu heilen. Das ist aber auch... Oh, da ist ja noch einer. Ja, da... So, das weiß ich. Da kamen die ja alle her eigentlich. Oh, und hier direkt vor mir sind noch Fallen sich gerade. Ich weiß, entschärft die einfach mit dem Messer. Ja. Gut, der braucht noch ein bisschen. Ja, der steht nur... Er sieht dich gar nicht. Aber wenn ich das eh noch ein Stück vorgehe... Ach, scheiße. Schon wieder den Kopf getroffen? Oh, und natürlich. Ich rate dir, dass du, Kopfschüsse, beziehungsweise mit der Pistole, eigentlich nur aus nächster Nähe auf sie schießt. Weil es macht wirklich wenig Schaden, wenn du... aus einer etwas größeren Entfernung auf sie schießt. Okay. Das kannst du mit einer Sniper machen beispielsweise. Du hast ja genug Sniper-Muni. Ja, stimmt. An die Sniper denke ich gar nicht so oft. Gerade bei dem Spiel hier irgendwie, ich weiß nicht. Nee, weil ganz schön viele da sind. Aber es gibt noch genug Stellen, bei denen du das auskosten kannst. So. Okay. Ach scheiße, jetzt bin ich selbst reingelaufen. Dreckding. Das macht ja... Es tötet dich übrigens nicht, selbst wenn du nur noch einen Lebenspunkt hättest.
Scheißding. So, ah ne. Ich will nochmal auf die Karte gucken. Okay. Es geht es in das Gebiet und dann geht es aber nicht da hinten lang, wo wir im letzten. Nee, hä? Warte, wo sind wir denn? Du mal ein bisschen raus. Wo sind wir denn beim letzten Mal lang? Da sind wir links, ne? Wir sind da links. Also das, was schwarz unterlegt ist. Ja. Das zeigt ja, das rötlichere, da müssen wir auf jeden Fall hin. Da müssen wir lang, okay. Ja. Ja, stimmt, da ist auch das Ziel. Und da gibt es dann zwei Wege. Aber egal. Öffnen. Jetzt mal gucken, was uns hier erwartet. Hier sind dann bestimmt auch jetzt wieder Gegner. Ah, hier, die Container, da kannst du Ashley drin verstecken. Ah. Was sehr praktisch ist. Jetzt kannst du das ganze Ding sie machen und die werden sie nicht finden. Und jetzt einfach drin lassen. Ja, und einfach abhauen. Versteck dich, Mann. Ich lenk sie so weit ab und dann einfach... endlich weg. Ich weiß nicht, können die Ashley orten? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so viel Pistolenmuni, ich weiß nicht, ob ich... Ich denke, du kannst die Pistolenmuni etwas missbrauchen. Du findest noch genug. Ja, ich denke auch. Das ist nur die Frage. Wo sind jetzt hier die Typen? Das ist auf jeden Fall nicht... Oh, ein Dokument. Oh, mach dich bereit zu lesen. Ja, mach ich. So, was haben wir denn? Sarah und der die andere. Der Aufenthaltsort von Sarah ist unbekannt. Wahrscheinlich nutzt er alte Geheimgänge, die ihm sein Großvater, der Jäger, in dieser Gegend war, gezeigt hat. Denn diese... Mann, das habe ich irgendwie voll falsch vorgelesen. Egal. Sicher versteckt er unser Eigentum irgendwo im Wald. Wäre sein Großvater noch am Leben, könnte er helfen, Sarah zu finden. Aber wie hat er von dem Ei in seinem Körper erfahren? Dass es ihm gelang, es zu entfernen, bevor der Parasit geschlüpft ist, ist besorgniserregend. Was mir auch Sorgen macht, ist, dass Lewis mit unserem Eigentum floh, kurz bevor der Amerikaner auftauchte. Das kann kein Zufall gewesen sein. Es muss noch jemanden geben. Um die Lage zu klären, müssen wir Lewis fangen und warten, bis die Wirkung des Mittels nachlässt, bevor wir ihm ein weiteres Ei injizieren. Dann wird derjenige dahinter all dem Stecken brennen. Wer unsere Blöde durchkreuzt, muss mit schwerwiegenden Folgen rechnen. Irgendwie bist du immer leiser, ich weiß auch nicht. Wieso? Werde ich immer leiser? Ja, jetzt bist du wieder normal. Was war das denn gerade? Okay, egal. Aber man hat ja, alles verstanden. Ich hatte einfach das Bedürfnis rumzuschreiben. Okay. Speichern. Jetzt bei 5 Stunden 18. Yay. Yeah. Okay. Willi und ich habe Anschuhe. Da hinten sehe ich schon an. Kannst du snipern? Stimmt. Das Blöde ist, Leon ist immer so ein scheiß Assi und bewegt sich immer, wenn er snipern will. Also, ich kann nicht ruhig halten. Scheiße. Also den wirst du treffen, wenn du einfach nur ein bisschen an die Schläfe ziehst. Ah, jetzt hat mich einer bemerkt. Scheiße. Egal, schieß einfach auf ihn. Ich will nicht, dass ich mich gleich hier irgendwo... Ah, da! Wieder ein Kiki, das war das. Kick ihn doch. Ja, okay, ist tot. Ata, oh, das ist Stuff von Brothers. Ja. Brothers. Ata. Da. Da. Gott, da, das ging mir so auf den Sack, ey. Die ganze Zeit die falsche... Ey, das kann doch nicht. So, noch ein Stück zur Seite. Diesmal. Also. Da müssen wir hin. Du musst nicht unbedingt zwischen die Augen zielen. Das reicht, wenn du auf den Mund zielst oder sonst was. Ja, wenn ich mal meinen Kopf treffen würde. Oh, Leon wackelt so wie ein Behinderter, ey. Muss es halt abschätzen ein bisschen. Ah, Gott, nein. Das wird mit der nächsten Sniper wirklich viel besser. Ey, sowas ist echt... Oh. Okay.
er lebt noch. Was kommt so? Ja, okay, er schießt auf. Ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Er ist tot. Noch bewegt er sich? Nee, er aber er ist tot. Gut. Sonst da werde ich hinter dem Ding treffen könnte, eventuell. Oh. Da ist einer und da oben ist einer. Gut, kannst du die. Hat er dich angeschrien? Ich habe ihn gehört. Ja. Aber ich glaube, es war nicht der, ne? Weiß ich nicht. Aber er bewegt sich nicht von der Stelle, er guckt die einfach nur. Okay. Und jetzt schnell die Waffe wechseln, weil ich habe das Gefühl, es hat mich eventuell auch noch einer bemerkt. Ich denke, in den Häusern sind die. Ah ja, da. Kommt ein alter Opa. Mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Oh, yeah, nicht so schnell. Ach, scheiße. Hier einfach ruhig um dich. Hallo. Scheiße, scheiße, scheiße. Deckung, Deckung, Deckung. Er ist ungefähr. Nicht in jedem steckt einer. Gott sei Dank, ey. Das wäre mega nervig. Okay. Hör ich hier noch irgendjemanden oder bilde ich mir das ein? So, oh ja, doch. Ich höre noch jemanden. Zwei sogar! Wow! Das ist eine Frau. Dann soll ich nicht mit Waffen. Wenn man zu nah ist, dann kann sie noch treten. Das weiß ich schon. Ja, ich will. Ich duck mich. Ich geh nicht rein. Ey, jetzt! Soll ich halt. Ja, voll in den Arsch, aua. Und ausschlitzen, schnell. Wenn der Kopf explodiert, dann ist da eine drin. Aber sonst ist da nichts. Explodiert er auch, wenn ihr am Boden liegt und man die Messer hat? Ja, das meinte ich ja. Oh, okay. Aber dann kann man einfach weiter messen, oder? Oder stehen die dann instant auf? Die, dann solltest du die auch stehen lassen und sie dann mit der Pistole erledigen. So. Ja, wir erinnern uns. Ja, wir erinnern uns. Dunkle Tage. Irgendwas. Wird hier aber auch vorhin nichts. Warum sollte jetzt was sein? Aber kann ja sein. Hallo? Schweinetruck? Und hier. Ah! Ah, ma fanaceras! 1000 Piñatas. Piñatas. Pesos. Pesetas. 1000 Petros. Oder Peseten im Deutschen. Sprachgebrauch. Aber PC, das hört sich irgendwie besser an. Ja. Sprach. Wenn die ich, denke, noch... jetzt, ich denke, jetzt ist da niemand mehr. Du kannst in das eine Haus gehen, wo wir den Bierkrug gefunden haben. Ja, da rein. Und dann müssen wir auch weiter. So. Oh, das ist ein Fall. Gut, dass ich durch die Hintertür gegangen bin. Hey, hey. So. Ich höre noch was. Dahinter, oder? Oder ist oben einer? Oben könnte einer sein, aber sonst. Oh, eine Deckung. Ich bin nur froh, dass ich dich spiele. Ja. So. Jetzt Überblick über die Lage. Könnte tatsächlich sein, dass der von oben jetzt... Nee. Nö. Ich habe definitiv noch einen gehört. Also es ist noch einer da. War vielleicht hier oben oder halt draußen auf der... Links hier. Auf der Brücke hier. Na gut, da draußen kann sein. Wow, 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 warte mal, bewirft er mich? Aha, hallo Frau. Ich will sie snipern. Aber nein. Ich kann aber... Oh, au, oh, fuck. Oh, voll gemein. Du müsstest tot sein. Oder? Schnetzeln sie besser nochmal auf. Oh, scheiße. Ja, sie lebt noch, sag ich doch. Nein! Oh, scheiße, scheiße, scheiße!
einfach irgendwie effizient. Ja, aber ich will... Sniper aus der Entfernung bringt das was? Ja. Macht sogar viel mehr Schaden als man aus der Entfernung. Aber naja. So geht's auch. Gott sei Dank. Nicht mal was heilen lassen, das sieht... Oh doch. Entschuldigung. Ich wollte mich gerade beschweren. Weg. Stirb. Ich stirb, Falle. Da auch? Nein, da nicht. Oder? Hauptsache, die legen 500 Fallen hier aus, blöden Penner. Du musst über, du kannst Ashley übrigens jederzeit rufen. Ja, kann ich, aber ich will erstmal hier wirklich das komplette Gebiet. Und es ist manchmal auch schöner ohne sie, glaub mir. Ja, es ist wirklich. Ich glaube, das verwende ich auch direkt. Jo. Ah, da ist ja auch noch ein blauer Schrank. Yeah. Direkt wieder mal 10 Pistolen Muni gefunden. Yeah. So, achso doch, ich muss ja wieder, ich muss ja hoch. Mal gucken, was da aus. Da geht's ja jetzt weiter, theoretisch. Da unten wird wohl diesmal nichts sein, aber ich guck trotzdem mal. Nicht, dass ich wüsste, dass da was sein sollte. Da unten sowas, aber das ist nix. Nee. Da hättest du ihn nochmal finden können. Und hier ist recht nix. Hm. Wie kann man hier nochmal raus? Ach genau, schieben einfach nur. Wir haben den Schrank aber wieder davor geschoben, die Penne. So hier hinten. Nee, da ist auch nichts. Okay, gut, dann holen wir jetzt Ashley und dann geht's jetzt weiter. Du kannst sie, du musst sie nicht, du musst nicht zu ihr gehen, du kannst sie einfach so holen. So. Ja! Ja, das hört sich. Das ist wie... Schnell renn vor ihr weg, sie kommt ja auf jeden Fall nach. Das ist wie dieses, wie heißt dieses Monster, was in der Tonne lebt bei der Sesamstraße? Das Krümelmonster. Nein, das ist nicht das Krümelmonster, das ist dieser grüne Typ. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, ja, der Deckel von der Mülltonne geht so auf und Ashley guckt einfach so schnurgerade raus. So. Wer hat da gerade gerufen? Okay, ich habe die Fallen gesehen. Sie muss stehen bleiben, sie geht nicht die Leiter runter. Ja, ist mir egal. Ach man. Muss trotzdem hier stehen bleiben, weil da vorne ist ein Fall. Dieses Risiko gehe ich nicht ein, sie könnte ja an eine Falle treten. Das ist das Fallenschärferlied. Das ist das Fallenschärferlied. Ich laufe durchs Gebiet und entschärfe Fallen mit meinem Messer. schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Warum? Okay. Weiter geht's. Aha. Ohne Ashley wären wir niemals durch diese Tür gekommen, Gott sei Dank. Ja, wenigstens ist sie zu etwas nützlich. Irgendwie spacken ab und zu Gegenstände ab. Dass sie sich überhaupt allein auf die andere Seite traut, denkt man so gar nicht. Ja. Traut sich ja sonst nichts. So, bevor jetzt wieder ein rollender Stein kommt. Erstmal, ach nee, da ist ja Pedro. Ah, wenn Pedro da ist, dann ist alles gut. Ja, dann ist alles wirklich gut. Es ist auch gerade so schön still, es ist einfach... Hi Pedro. Und Pedro ist Sicherheit. Welcome. Ah, cool. Got a selection of good things on sale, stranger. Ja, nichts Neues, aber dennoch kannst du was kaufen. Ja, die TMP-Money. Is that all straight? Thank you. Und ich habe gerade eben ein Spieler. Nee, is that all, stranger? Das war's, glaube ich schon, ja. Yep. What are you doing? Kann man auch nichts Neues. Come back anytime. Okay. Zumachen. Lass mich nicht sehen. Also kann man bei dem Muni kaufen für die Shotgun vielleicht? Muni kannst du, denke ich.
nicht kaufen. Nee. Du kannst nur Zeugs kaufen. Zumindest habe ich nie darauf geachtet. Ich guck mal gerade, weil eventuell einpacken Shotgun-Muni oder so könnte ich vielleicht gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... dass du das nicht kannst. Nein, kannst du nicht. Ah. Schade. Ich verkaufe dir die Waffen, aber die Muni habe ich nicht. Nö, ich habe hier nur überall so Stände, wo jede Menge Scheiße liegt. Okay. Ah, jetzt weiß ich auch, wo ich gerade bin, weil beim letzten Mal bin ich ja unten unter der Brücke von dem